Get it prepared.
Yeah.
Von der Stamford Bridge melden wir uns heute, liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Wir zeigen Ihnen heute ein Division Rivals Spiel. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Ah, das gibt Einwurf. Und jetzt bekommen sie die Chance. Das ist die Möglichkeit. Wir schauen auf die heutige Aufstellung der Cottagers. Im Tor ist Mike Maignan. Ruben Dias spielt mit Thiago Silva in der Abwehr. Ousmane Dembélé. Oh, das wird gefährlich. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Joao Cancelo. Da ist Eriksen. Memphis am Ball. Tolles Zuspiel. Klasse gespielt. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Ball bleibt hängen. Angriff. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Spiel. Stark gemacht, das könnte was werden. Per Lupfer, was für ein Tor! So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das gibt Freistoß. Memphis Depay. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Ich war nie weg. Memphis. Klasse gehalten von Chessy. Ja, ja. Eck in den Strafraum. Klasse Zuspiel. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Smith Rowe. Er kann dieses Duell gewinnen. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Die Szene damit beendet. Sie holen sich den Ball. So, was machen Sie draus? Leon Bailey. Riesenchance. Gehalten von Chessy. Weiter gefährlich. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Sie können kontern. Klasse gehalten eben. Der Ball. Boah, Wahnsinn.
Wo bleibt es beim Unentschieden? Und der nächste Angriff läuft. Wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Achraf Hakimi. Hakimi jetzt vielleicht über den Flügel. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ist das das Tor? Ja, macht das da ganz sicher. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Ballon Mondi. De Paul. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Könnte den Konter geben. Memphis. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Und Ronaldo. Jungberg am Ball. Und jetzt hat er den Ball. Ja, das sieht gut aus. Da kommt die Flanke. Die bekommen den Ball nicht raus. Frenkie de Jong. Da zieht er ab. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Geblockt vom Verteidiger. Frederik Ljungberg. Er bekommt die Unterstützung. Ronaldo. Ball bei Donovan. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Angriff könnte was werden. Die Chance lebt noch. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Und jetzt ist diese Szene beendet. Die Riesenchance. Super Parade von Szczęsny. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Kai Walker. Da lässt er nichts zu. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Landon Donovan. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ball an die Latte! Ball ist weg, kommen Sie vielleicht noch mal ran. Voller Einsatz hier, Sie haben den Ball. Ja, wird hier gut unterstützt. Und Sie verlieren den Ball dann doch. Donovan. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Leon Bailey. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Super Tackling. Jetzt können sie kontern. Ball fliegt hoch rein. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Loris hält, Ball ist weiter im Spiel. Erstmal gut zugemacht. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter.
So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Das ist Danjuma. Ball bei Fritz. Donovan. Schönes Zuspiel. Aber dann sind sie doch zu ungenau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Das macht er gut. Der Keeper macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert. Stark gemacht. Und nun Ronaldo. Der Paul mit dem Ball. Er lässt sich da nicht aufhalten. Donovan mit der Chance. Gehalten von Lloris. Klasse Aktion. Jetzt kommt die Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Mondi. Flanke landet beim Gegner. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Nun Eriksen. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Könnte den Konter geben. Jungberg. Könnte die Führung werden. Phänomenal! Ohne Worte! Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Ja, das ist dann doch. Armlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Sie wechseln jetzt. Ui, keine gute Aktion. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Hereingabe jetzt. Das hat er geahnt. Geht er rein? Lloris kann da den Gegentreffer verhindern. Ganz ohne Schwierigkeiten. Keine gefährliche Aktion. Rafael Leao. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ball erstmal weg. Jungberg. Hakimi. Und da kommt das Zuspiel für Ronaldo. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke kommt in den 16er. Gefahr bereinigt. Vielleicht die Konterchance. Frenkie de Jong. Das ist Bailey. Den spielt er steil. Nach wie vor lebt diese Chance. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Cristiano Ronaldo. Könnte was werden. Starke Parade von Lloris. Unnachahmlich und so kennen wir ihn. Ecke in die Mitte. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Ja,
Oh, der Ballgewinn. Ronaldo. Platz zum Kontern. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Klasse gehalten von Chessy. Noch steht es unentschieden, aber sie bekommen jetzt noch einen Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Gomez. Jetzt hat er den Ball. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Donovan. Was eine Chance, Latte. Gutes Tackling. Sie drängen auf den Führungstreffer, aber hier war es noch nicht so weit. Kurz vor Spielende ist das Aluminium im Weg und das muss er erstmal aus dem Kopf kriegen. Spannend ist es hier definitiv. 5 Minuten noch und nach wie vor steht es unentschieden. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Boah, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Er holt sich vorne den Ball. Ja, glaub ich's denn. Er trifft ins eigene Tor und das ausgerechnet jetzt. Kann passieren, so ein Eigentor. Ja, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Vielleicht doch nochmal die Chance zum Ausgleich. Er hat den Ball. Oh, in der Mitte völlig frei. Und jetzt haben sie es. Da ist der Ausgleich. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Rafael Leão. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Smith Rowe. Am Ende heißt es hier Remis. Wir haben den Schlusspfiff. Und auch wenn hier keiner gewinnen konnte, müssen wir schon sagen, das war gut.
show them heroes. Feel it. We are the younger, the hunger. We show the heroes. Feel it. Alright, one more time. We show them heroes. Feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes. Feel it. We are the younger and the hunger. Holy water, crying like the altar. In and your desire. Mine. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Wir übertragen für Sie heute eine Division Rivals Partie. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend. Das ist jetzt eine Chance. Ederson ist da, das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Ecke Eriksen. Zu ungenau, aus diesem Ball können sie nichts machen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Im Tor heute Hugo Lloris. Frenkie de Jong steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Da kommt die Flanke. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Da ist der Ball. De Jong. Die Riesenchance. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Ederson heißt der Torhüter. Christian Eriksen steht mit N'Golo Kanté auf den zentralen Positionen. Und im Sturm ist Erling Haaland. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Frenkie de Jong. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Eine weitere Ecke. Chance jetzt, den Ball rauszuspielen. Hi. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Leon Bailey. Eriksen jetzt. Smith Rowe. Das könnte was werden jetzt. Jetzt schießt er. Ah, gut gemacht jetzt von Ederson. Barkley. Sie haben den Ball. Geht jetzt in die Mitte. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Eriksen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Christian Eriksen. Viel mit Auge. Jetzt kommt der Schuss. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Haaland. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Haaland. Erling Haaland. Der Ball ist drin. Der Treffer zählt. Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1.
Da kommt der Pfiff, Freistoß. Klasse Tackling. Leon Bailey. Flanke kommt rein. Könnte die Führung werden. Tor! Da ist es! Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Son mit Platz auf dem Flügel. Schiedsrichterin gibt den Elfmeter. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Sie verwandeln den Strafstoß. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Leon Bailey. Eriksen. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Er macht das Tor, klasse Kopfball. 3:2 also, da ist alles drin. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Schön dazwischen gegangen. Joao Cancelo. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Jetzt kann das Tor fallen. Das war eng. Eriksen jetzt. Haaland. Die Mitspieler bieten sich an. Könnte der Ausgleich sein. Lloris hält, Ball ist weiter im Spiel. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Erling Haaland. Ball ist weg, Haaland war das. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Leon Bailey. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie daraus? Der Ball ist drin. Jetzt sind Sie also mit 2 in vorne. Pause. Wir hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder... Der Anstoß ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Die Schiedsrichterin entscheidet auf Ecke. Ecke Eriksen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Eriksen jetzt am Ball. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Ganz stark. Da wäre Platz auf außen. Memphis. Den Ball, das ist die Chance. Kein Tor. Wir schauen an die Seitenlinie, Fahne so. Das Ding hätte nicht gezählt. Es hätte nicht gezählt. Selbst wenn sie den reingemacht hätten. Gute Parade, aber aus der Szene haben sie so oder so zu wenig gemacht. Sie kommen über den Flügel. Stark gearbeitet. Die Chance jetzt. Geht gut dazwischen.
Jetzt Eriksen. Eriksen! Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Haaland. Was machen Sie draus? Das ist die Chance. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst. Sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt es halt manchmal. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vielleicht der Ausgleich. Tor! Sie sind wieder drin in diesem Spiel. Doppelschlag, zwei Tore in wenigen Minuten. Vielleicht geht jetzt noch mehr. Name den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Harry Kewell. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Flanke auf den langen Pfosten. Die kommt gut. Der Kopfball ist drin. Wir reiben uns verwundert die Augen. Aber das 5:4 ist tatsächlich real. Er hat weiter den Ball. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Conte. Er bekommt Hilfe. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Chance für den Konter jetzt. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Er holt sich den Ball. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Das Tor muss er machen. Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Noch ein Tor. 6:4 steht es in dieser verrückten Partie mittlerweile. Er schießt. Loris hält, Ball ist weiter im Spiel. Ball ist oben, klares Abseits. Er erzwingt den Ballverlust. Jetzt ist er durch. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Leon Bailey. Bruno Fernandes. Ball erobert erstmal. Nicht ungefährlich. Steilpass. Kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Chris Willock. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Sterling. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er.
Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Und Eriksen. Eriksen, klasse! Oh, in der Mitte, völlig frei. Ederson macht zu, kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Bruno Fernandes mit einem Steilpass. Kewell, starke Parade von Lloris. Unnachahmlich und so kennen wir ihn. Ecke wird ausgeführt von Bruno Fernandes. Gut geklärt. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Was eine Aktion. Da darfst du dich über Gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig gemacht bei dieser Entscheidung. Gibt auch keine großen Diskussionen, war gelbwürdig. Das ist natürlich ein guter Pass. Da hat er natürlich Pech gehabt. Da landet die Kugel am Pfosten. Von da ins Aus, das Ding hat nicht viel gefehlt. Chris Willock. Vielleicht der Anschlusstreffer. Der ist drin. Und jetzt kann es hier nochmal spannend werden. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da ist das Tor. Aber lange ist es nicht mehr hier in der Nachspielzeit. Ich glaube, das wird nichts mehr. 6:5 jetzt also der Zwischenstand. Mir fehlen fast die Worte. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger. Willkommen in der Johan Cruyff Arena hier in Amsterdam. Es ist eine wunderbare Kulisse für dieses Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Spiel. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Ja, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Ederson heißt der Torhüter. Thomas Lemar steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und der einzige Stürmer, das wird Antoine Griezmann sein. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. So beginnen die Gäste heute. Im Tor heute Hugo Lloris. Emile Smith-Rowe steht gemeinsam mit Leon Bailey auf dem Flügel und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage, die wollen offensiv agieren. Der Keeper holt sich diesen Ball. Buschi, was dürfen wir heute von Kevin De Bruyne erwarten? Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer De Bruyne! Lloris kommt so gerade noch an den Ball. Mit den Fingerspitzen, unfassbar! De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Ja, Lloris muss sich nicht mal bewegen bei diesem Schuss. Leon Bailey. Hereingabe jetzt. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Weiter gefährlich.
Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Er geht dazwischen. Lehmer. Da ist Eriksen. Jetzt die Flanke. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Memphis Depay. Starker Zweikampf. Griezmann. Viel Platz jetzt auf außen. Da kommt die Hereingabe. Er kann wohl klären. Sie können den Ball abfangen. Antoine Griezmann. Schön abgeblockt. Könnte der Ausgleich sein. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Bergwijn. Schöne Aktion. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt sind sie hier davon. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Kein guter Pass, weg ist der Ball. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Memphis Depay. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt die Hereingabe. Hugo Lloris zeigt sein... Ganzes Können, kein Tor. Da macht er diese hochkarätige Chance aus kurzer Distanz zunichte. Ballverlust De Bruyne. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt kommt die Flanke. Parade von Ederson, Gefahr noch nicht bereinigt. Griezmann am Ball. Da ist De Bruyne. Sie verlieren den Ball. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt die Flanke.
aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Ecke Eriksen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Er kann klären. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Sie holen sich den Ball. Sie haben Platz. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ederson macht zu. Kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Eriksen jetzt. Ederson hält. Ball noch im Spiel. Unnötiger Ballverlust. Ganz energisch. Eriksen mit der Hereingabe. Erstmal geklärt. Und Griezmann. Gute Aktion. Eriksen. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Frenkie de Jong. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Eriksen mit der Hereingabe. Wir können nichts aus der Flanke machen. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Und damit steigen wir ein in Hälfte 2 bei diesem Spiel in der Johann Cruyff Arena. Steven Bergwijn. Bergwijn kann über den Flügel kommen. Steven Bergwijn! Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Bekommt diesen Ball nicht mehr gedrückt. Joao Cancelo. Pass zum Gegner. Steven Bergwijn. Griezmann, macht er den rein. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Oh, da geht er vorbei. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. De Bruyne am Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Und das ist natürlich weit am Tor vorbei. Ja, das ist harmlos. Können wir nicht anders sagen. Super Aktion. Gut geklärt. Leon Bailey. Da wäre Platz auf außen.
Frenkie de Jong. Eriksen jetzt. Eriksen, klasse! Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Jetzt ist Platz für den Konter. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Griezmann, Riesenschuss. Oh, da hätten sie... Was das Tor gemacht. Was für ein Konter, eine klasse Szene. Da waren sie hellwach und hätten leider nur um ein Haar zugeschlagen. Ballverlust. Können sie verkürzen? Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Da kommt die Flanke. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Jetzt die Ecke. Der Anschlusstreffer, jetzt weiter Gas geben, dann können sie den Ausgleich noch schaffen. 3:2 also, da ist alles drin. De Bruyne. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Das ist die Chance. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Ja, setzt sich schön durch. Ball kommt in die Mitte. Erstmal Gefahr bereinigt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ah, das war zu lässig. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Chance für Bailey. Ich glaub's nicht. Sie treffen doch noch. Der Ausgleich. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3:3 und vielleicht war das noch nicht alles. Ganz alleine. Er versucht mit dem Heber. Tor, sie krönen die Aufholjagd mit dem Treffer. Also wer hätte das vorhin noch gedacht? Unglaublich. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. 6 Minuten haben wir hier noch. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Stark verteidigt. Sami Al-Jaber.
Zwei Minuten werden nachgespielt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Pass wird abgefangen. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Sieg am Ende, glücklicher Sieg, ja. Aber so einen späten Treffer, den musst du halt auch erstmal machen. Willkommen hier im Mercedes-Benz Stadium. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute melden wir uns von einer Partie, in der es um den Aufstieg geht. Das verspricht einiges. Wenn heute am Ende ein Sieg rauskommt, sind Sie aufgestiegen. Das wäre ein schöner Erfolg, hätte sich die Mannschaft auch verdient. Jetzt also nochmal die Nerven behalten, nochmal eine gute Leistung, dann hätten Sie es. Mondi. Varane hat den Ball. Renato Sanchez. Angel Correa. Ball erstmal weg. Das ist jetzt seine Chance. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Angel Correa. Ball soll zu Nabil Fekir. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Leon Bailey. Super Tackling. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Jetzt schießt er. Weiter gefährlich nach diesem Block. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Gute Aktion. Er bekommt Hilfe. Fekir. Lema. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Mondi verliert den Ball. Er kann sich durchsetzen. Geht er rein. Der ist drin. Wichtiges Tor. Ausgleich. Nur noch ein Tor bis zum Aufstieg. Ja, das ist mehr als ein Lebenszeichen. Das ist ein Ausrufezeichen. Die geben alles. Sie versuchen alles. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Renato Sanchez. Das macht er richtig gut. Den Zweikampf verliert er. Der Angriff könnte was werden.
Lloris hält, Ball ist weiter im Spiel. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Da wäre Platz auf außen. Das ist Danjuma. Chance für Bailey. Tor! Und jetzt werden sie aufgestiegen. Dieser Treffer kann ein ganz wichtiger werden. Spannung pur, Wolf. Und sie zeigen Nervenstärke. Sie wollen es heute packen. Das merkt man an jeder Aktion. Depay mit dem Steilpass. Und jetzt der Lupfer. Lloris ist dran. So gerade eben verhindert er mit den Fingerspitzen das Tor. Jetzt hat er den Ball. Flanke jetzt. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene. Müssen sie mehr machen. Picke jetzt. Parade von Lloris, weiter geht's. War dann doch zu halbherzig. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Und Memphis Depay. Stark gemacht, das könnte was werden. Das macht er stark. Verloren Mondi. Mit dem Ball Lehmann. Gute Aktion. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Aber irgendwie münzen sie diese Überlegenheit nicht in Torchancen um. Es droht die Niederlage. Vielleicht können sie jetzt was aus diesem Ballbesitz machen. Ist gefährlich. Gehalten war schon eine richtig gute Aktion. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Der Ball kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Abwehr kann erstmal durchatmen. Voller Einsatz hier, sie haben den Ball. Das könnte die Chance werden. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. De Jong. Eriksen jetzt. Jetzt Memphis Depay. Ja, guter Pass. Hätte was werden können, aber dann kommt der Lauf einen Moment zu früh und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt, dann ist die Chance da. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Das kann was werden. Drin ist er. Ist das schon der Ausstieg? Sie machen ein ganz, ganz wichtiges Tor. Ist das eine Spannung hier? Alle jubeln, alle feiern. Dieses Tor kann doch so wertvoll werden. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt der Vorstoß.
Renato Sanchez. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Ball bleibt im Spiel, schöne Aktion. Ballverlust jetzt erstmal. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Blockt ab. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oh, das könnte was werden. Da ist das Tor. Damit rücken sie der nächsten Division. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sí, el primer canto que me probaría, quemando las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dijo que transformaba en el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970. Cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no, mi primera rima que sonó y me enroló, mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo, así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
to surrender, us to surrender. But I could go all night right here between their crossfire. Send them off a message, I send a message. Say give it up, give it up. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen heute eine Division Rivals Partie. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Tolle Siegesserie, die Sie aktuell hinlegen. Da hat es einfach jeder Gegner schwer. Mal sehen, wie Sie heute auftreten werden. Ganz energischer Einsatz. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Marc-André ter Stegen im Tor. Luka Modric steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Im Tor heute Hugo Lloris. Frenkie de Jong steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Memphis Depay! Da machen sie das Tor! Aber es zählt nicht, Boucher, die Fahne ist oben. Boah, das war eng, aber ist völlig klar, der kann nicht zählen, dieser Treffer, denn es war knapp abseits. Und er geht an ihm vorbei! Kai Walker. Memphis Depay am Ball. Chance zur Führung. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Depay, das ist die Chance. Depay macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Die Schiedsrichterin entscheidet auf Ecke. Sie spielen erstmal raus. Erneut Ecke. Ecke Eriksen. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Leon Bailey. Sie bringen den Ball in die Mitte. Jetzt der Ballverlust. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schick. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Und klasse durchgesetzt. Das ist jetzt seine Chance. Ah, schade. Abseits. Der läuft ein wenig zu früh los. Ja, ja, abseits. Das hätten sie anders lösen können. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass. Das werden sie auch so analysieren. Das war keine gute Aktion. De Jong. Leon Bailey. Da kommt die Flanke. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Schick. Ziyech. Eriksen geht vorbei. Lloris, tolle Parade. Ecke in die Mitte. Kein Tor. Die Chance hier. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und das ist schon klasse. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Das Ding mit der Parade. Immer noch gefährlich.
Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Hereingabe auf den langen Pfosten. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Memphis. Eriksen. So, das nächste Tor. Und es wird immer... Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Heute Abend, Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Wir zeigen heute eine Division Rivals Partie. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden, Buschi. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Im Tor heute Hugo Lloris. Christian Eriksen steht mit Frenkie de Jong im Mittelfeld. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Und jetzt diese Chance. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Smith Rowe. Einwurf. Früh wird er jetzt gestört. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Er zieht vorbei. Ah, da soll sich niemand wundern, wenn das hier eine Karte gibt. Das ist korrekt. Es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Pfosten, weiter geht's hier. Erstmal keine Gefahr mehr. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Guter Vorstoß jetzt. Flanke kommt in die Mitte. Tor, Ball ist drin, aber das wird nicht zählen. Das war abseits. Ganz, ganz enge Entscheidung. Zentimeter geben da den Ausschlag. Das ist natürlich hart. Es war eine Riesenchance. Das ist natürlich ein guter Pass. Dembélé. Parade von Lloris. Weiter geht's. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann pennen die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nun Eriksen. Da ist Depay. Guter Vorstoß, kann was werden. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei.
Coman. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das starke Parade von Lloris. Unnachahmlich und so kennen wir ihn. Ecke durch Dembélé. Nein, keine gute Befreiung hier. Aber er kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Coman. Ja, wird hier gut unterstützt. Klasse durchgesetzt. Coman! Gehalten, da zeigt er sein Können. Dembélé schlägt den Ball herein. Ein bisschen zu hoch. De Jong. Ah, da ist der Ball weg. Memphis Depay. Ah, das könnte es sein. Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. Sie holen sich den Ballbesitz. Super Trick und dann ist er vorbei. Nicht gut vom Verteidiger. Tor ist leer. Tor ist leer. Ball ist drin. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gabriel. Bailey am Ball. Einwurf. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen und daher ist die Führung bisher berechtigt. Und Memphis Depay. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Christopher Nkunku. Chance zum Konter jetzt. Gute Aktion. Setzt sich klasse durch. Nkunku. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Das hat er nicht gut gemacht. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Benzema mit der Chance. Schön geklärt. Da hatten viele hier den Torschrei schon auf den Lippen, aber nee. Das war eine super Parade. Und der nächste Angriff läuft. Wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Das ist ein vielversprechender Pass. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Die Gelegenheit. Noch ein Tor. 3 Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Eriksen jetzt. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle... Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Leon Bailey.
Sehr guter Einsatz. Nkunku. Chance für den Konter jetzt. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Chance für Kanté. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Hi, how's your day? So we like my picture, so I